Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dead in Bermuda. So. Ich muss mal hier ein bisschen looken. Na, die Mädels, die können da mal ruhig weitermachen, das ist gar kein Problem. Fähigkeiten erforschen. Ne, machen wir mal erforschen. So, die müssen sich noch ausruhen. Ah, der Bob. So, Info. Bob Handwerk, definitiv. So, der Bob muss sich eigentlich ausruhen. Pass auf, der Bob. Ach, der Dingens, der Alejandro tauscht mal mit dem Bob. So, und die Alice tauscht auch mal. Was haben wir denn? Jacob haben wir jetzt auch noch hier irgendwo rumlaufen. Machen wir das mal so, ne? Ich finde das gut. Ah, Holz. Holz, Stein. Oh mein Gott. Ja gut, weil der Jacob alleine losgegangen ist. Alejandro, fischen. So. Verlassenes Floß. Etwas holzsam versuchen, von der Insel zu entkommen. Nee. Um den Strand zu erkunden. Surfen. Wir brauchen Holz. Ich brauche Schläue. Aber die wird mir da nie angezeigt. Ich muss mir das also merken. Vielleicht gehört das los jemand, aber du brauchst dringend das Holz. Du hoffst, dass der Eigentümer nicht sauer auf dich ist. Das sieht mich jetzt auch nicht großartig. So, pass auf. Wir müssen jetzt unbedingt... Achso, der Juri hier. Guck mal, kämpfen. Genau, machen wir mal hoch. So, pass auf. Wir müssen hier jetzt unbedingt weiterkommen. Machen wir mal das Wissen sehr hoch bei ihr. So, der Bob und die Julia gehen mal ein bisschen handwerken. Den Früchtekorb. Ah, dafür brauchen wir noch Holz. Scheiße. Fuck. Wir werden sterben. Ich werde sterben. Ich schaff 9. Scheiße, nee. Ah, fuck. So. Das haben wir konvertiert. Ja, wir brauchen mehr Holz und ach mein Gott, nein. Pass auf, hier kann ich doch den Fokus auf Holz legen. Genau, dann mache ich das mal. Ja, und du kannst erstmal, kannst mal da mitmachen. Nee, Werkstatt. Ach, er ist da hinten ganz alleine hier. Ja gut, dann geht er sich ausruhen, weil ich weiß jetzt nicht, was ich sonst mit dem machen soll.
Das ist eine gute Idee. Oh, hoffentlich kriegen wir genug Holz, ey. Ja. 21 Holz, ne? Müssen das jetzt sein. Glaube ich zumindest. Iliana, ich hatte letzte Nacht einen Albtraum. Ich habe noch einmal unseren Absturz durchlebt. Die Explosion, die schreienden Menschen. Es war der reine Horror. Aber dieses Mal warst du nicht da. Ich habe unter den Überlebenden gesucht und gesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Ich bin tränenüberströmt aufgewacht. Ich habe den ganzen Tag lang darüber nachgedacht und ich bin zu einem Schluss gekommen. Obwohl ich wirklich traurig über das bin, was mit uns geschehen ist, so bin ich doch froh, dass du überlebt hast, Vater. Ist es falsch, sich in Zeiten wie diesen glücklich zu fühlen? Juri. Reine und vollständige Trauer ist genauso unmöglich wie reine und vollkommene Freude. Wenn du glücklich sein willst, dann sei es. Ja, das ist nichts mit Essen, Leute. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich Essen herkriegen soll oder sonst irgendwas, ja. Ich bin gerade echt mächtig im Arsch. Pass auf. So, Juri ist ja alles klar, ne? Mit Juri. Juri, wo bist du? Zur Werkstatt schicken. So. Werkstatt. Jacob, du musst weitermachen. Du musst kämpfen. Was brauche ich denn für die Angel? So, Früchtekorb. Ah. Holz. Ja, weiter. Ach, Mann. Doch mehr geht jetzt nicht. Ich brauche 18 schon für den Früchtekorb. Oh Gott, wir werden alle sterben. Die werden verhungern. Okay, der Opa muss sich jetzt definitiv ausruhen. Ja, ich hab kein Wasser mehr. Huch! Okay. Wer ist denn hier der Schlaue von denen? Jetzt mal ohne Scheiß, wer ist denn der Schlaue hier?
Die Julia. Weißt du was? Ich schicke die Julia jetzt da mal hin, ne? Ich mach das jetzt. Unterhalten, durchsuchen. Ja, wir versuchen uns erstmal zu unterhalten. Okay. Seltsame blaue Frau. Du versuchst mit ihr zu sprechen, aber sie antwortet dir nicht. Sie scheint in einem Traum gefangen und schaut mit einem sehr melancholischen Blick, Gesicht in die Gegend. Nachdem du sie eine Weile still angesehen hast, tauchen Bilder aus deiner Vergangenheit in deinen Kopf auf. Du siehst dich als Kind, als du in deiner Lehrerin verliebt warst. Was? Du siehst dich als Teenager in deinen Kameradin verknallt, die es nicht einmal bemerkt hat. Du siehst dein schmerzhaftes... Du siehst dich als Kind, als du in deine Lehrerin verliebt warst. Du siehst dich als Teenager in deine Kameradin verknallt, die es nicht einmal bemerkt hat. Du siehst deine schmerzhafteste Trennung. Du gehst nach einer Weile mit einem Seufzer. Toll, jetzt hast du ihr Depression verschafft. Dann durchsuch sie wenigstens. Die Frau wird nur durch ihr langes, lockiges Haar bedeckt, sodass du davon ausgehst, dass sie nichts versteckt. Du würdest gerne die große Muschel durchsuchen, auf der sie sitzt, aber du traust dich nicht. Es wäre unangebracht, ihre Muschel zu durchsuchen. Toll. Die Alte ist voll un... Uah, gespenstische, frisst mich doch bestimmt was. Jagen, große Spinne. Scheiße, echt jetzt? Nein. Oh Gott. Sie ist im Jagen super? Nee, er. Was geht bei denen? Aber er hat nur viel... Oh. Die Spinnen sind riesig. Sie beißen dich. Aber der letzte Biss gehört dir. Oh, wir haben frisches Fleisch. Ih. Okay. So, lass mich checken. Lass mich gucken. Lass mich... So, Mädchen, du musst ein bisschen weiter durchsuchen. Und zwar möchte ich gerne, dass du genau diesen Ort hier durchsuchst. Obwohl, nee, mach mal den Ort hier. Das ist super. Ja, macht einfach mal. Wir werden eh alle verhungern. Kochtopf. Oh, der ist fix und fertig, der Opa. Ja, der Jacob. Ich sag. Ah, der Juri. Es gibt heute wieder nichts. Doch, es gibt heute was zu essen. Alejandro. Julia, könntest du mir hier zur Hand gehen? Wir müssen etwas Holz für das Feuer sammeln und alle anderen sind beschäftigt. Julia, oh, ich könnte dir so viel mehr als nur die eine Hand anbieten. Oh mein Gott. Alejandro, was? Ich habe dich nicht gehört. Könntest du hierher kommen? Oh Gott. Julia, ja, ich komme, mein Lieber. Es wäre schön, wenn du dir auch die Zeit nehmen würdest. Alejandro, oh. Schau, da liegen einige brauchbare Hölzer auf dem Boden. Julia, ein geeigneter Stock ist genau das, wonach ich suche. Alejandro, vergiss nicht, dass nur die trockenen gut sind. Wenn sie nass sind, sind sie nichts gebraucht. Oh nein. Komm, Kino. Nein, bitte nicht. Ich will das nicht. Oh. Ja, klar. Er hat ja recht fürs Feuer, ne? Trockene sind wichtig. Nass ist scheiße, aber in dem Zusammenhang ist das jetzt so... Ja. Julia sagt nichts. Es ist Zeitverschwendung. Ich gehe jetzt schlafen. Oh, fuck. Ja, der Juri wird sterben. Nein! Wir müssen Juri Fleisch geben. Wer noch? Er ist noch kurz vorm Hungertod. Ach mein Gott. Hier der. Hier der Opa hier.
und ja, der Juri wieder, ne? Ach du Scheiße hier, meine Güte. Die sind alle total im Arsch. Oh Gott. Wasser geht zu Ende. Vincent brennt das Feuer noch. Der Juri ist auch total im Arsch hier. Guck mal. Ach mein Gott, was ist denn los hier mit euch, Leute? Der Bob. Ja. Setz dich mal ans Feuer hier. Setzt du dich auch mal dazu? Warte. Hier. Du kannst mit ihm vor. Hier, kann. Genau. Das ist super. Früchtekorb machen wir gerade, genau. Damit wir wenigstens. Ah, wir brauchen auch noch was zu essen. Wir brauchen auch noch eine Angel. Ich brauche Holz. Fokussiere dich bitte auf Holz. Ja, aber wo soll ich das denn jetzt herkriegen? Sag mir das. Sag mir, wo ich es herkriegen soll. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin völlig aufgeschmissen gerade. Ich könnte noch mal versuchen, mit ihm hier zu reden. Komm, Julia. Sie schlägt ihn auf den Kopf, hat Fehlschlag. Du versuchst, den Mann auf den Kopf zu hauen, aber es war zu schwach. Nur auf der Klappe von einer alten, athletischen Dame. Na, warte mal, das kann ich besser. Das kann ich besser hier. Pass auf, da. Schlag ihn auf den Kopf. Dieser Kerl nervt dich. Du haust ihm auf den Kopf. Nicht zu hart, aber hart genug, um deine Nerven zu beruhigen. Sofort stoppt er seine Beschwörungen und eine tiefe Stille legt sich über die Szene. Das Gefühl in der Luft ist weltfremd. Es sind keine Vogelstimmen mehr zu hören. Ja. Nicht einmal der Wind pfeift. Der Moment scheint in der Ewigkeit eingefroren worden zu sein. Und du beginnst dich schuldig zu fühlen. Wie ein Kind, das etwas Wertvolles zerbrochen hat. Da fängt der Alte wieder an, vor sich hin zu murmeln. Du bist sogar noch mehr erleichtert, als du feststellst, dass seine Litanei diesmal bei weitem langsamer und leichter zu verstehen ist. Na, würde dann wohl auch gar nicht so schwer, hä? So. Jetzt könnte man aber vielleicht. Warte mal. War es lange, dass irgendwas passiert? Worte kommen nur aus seinem Mund. Nach einer Weile beginnst du dich schwindelig zu fühlen. Die Worte passen von Regentropfen. Drei bestimmte Worte immer wieder zu sprich wiederholt werden. Aber die Konzentration auf diese Worte fällt dir sehr schwer und du denkst daran aufzugeben. Fuck, ey. Das ist doch nicht wahr. Versuch's mal mit Alejandro. Erstmal schlag ihn auf den Kopf und dann kommuniziere. Jawohl. Nachdem du eine Weile versucht hast, ein Wort aus seinem Mund zu verstehen, bezweifelst du, dass eine Kommunikation mit ihm möglich ist. Du sitzt neben ihm in der gleichen Position wie er und schließt die Augen. Du versuchst mit dem Fluss der Worte eins zu werden und sie beginnen vorsichtig in deinem Kopf zu fließen. Eines nach dem anderen. Wie von einer höheren Kraft besetzen. Tauchst du in ein Meer aus Wörtern ein, erreichst den Boden und holst drei Muscheln an die Oberfläche. Auf den Muscheln siehst du drei Worte in einer unbekannten Sprache. Sie wurden mit Blut geschrieben, dennoch verstehst du sie. Du erwachst aus einem deiner hypnotischen Trance mit den Worten die Prophezeiung, Suchen und Liebe im Kopf. Toll. Sie werden alle sterben.
Tal sind sehr alt, aber sie sind trotzdem empfindlich. Ein plus Fähigkeit, okay. Oh, Essen. So wertlos, wie es sich anhört, okay. Für was ist die spezielle Medizin? Man muss schließlich irgendwas mitteilen können. Kann eine Krankheit teilen, wenn richtig angewendet. Nägel, Seil. Was ist das denn hier? Pflanze, Heilkräuter. Pralinschachtel. Oh Gott. Das ist so scheiße gerade. Ja, ich kann nichts machen. Ich finde nichts. Was soll ich denn machen, ey? So, ich hab jetzt den Korb. Hilft mir nicht. Vielleicht ja doch. Vielleicht hilft's mir ja doch. Hier, pass auf. Ernten. Zustand prüfen. Oh, aha, okay. Ja, gut. Wir werden eh alle sterben, also von daher. Wieso ist denn schon wieder keine Anleitung ausgewählt? Verstehe ich nicht. Die Angel, hier. So, ich will jetzt die Angel haben. Ich kann nichts machen. Ich habe nichts, was ich machen könnte. Oh, Leute, das ist so schlimm. Ach, sie ist ein treuer Freund, toll. Hilft mir jetzt auch nicht mehr, wenn wir alle abkratzen. Oh mein Gott, 6 Früchte. Wir haben was zu trinken. Oh, ich kann es nicht konvertieren. Bob. Sie hakt immer auf meinen Rücken herum. Ich versichere dir, es ist nicht einfach, verheiratet zu sein. Nun, du weißt, was ich meine, oder? Juri? Bob. Ja, du weißt es. Diese Julia ist auch nicht die einfachste, nicht wahr? Aber naja, zumindest lässt sie dich in Ruhe. Alice kann nicht damit aufhören, mich herumzukommandieren. Manchmal ist es das Einzige, was sie mit mir den ganzen Tag überredet. Sie will, dass ich Verantwortung und Führung übernehme. Sei ein Mann, sagt sie. Aber das ist nicht mein Stil. Das sollte sie nach all den Jahren wissen. Wir sind so anders. Manchmal ist es beängstigend. Aber gut, ich liebe sie natürlich. Juri sagt wieder nichts, außer, wenn man liebt, liebt man die ganze Person, so wie er oder sie ist und nicht, wie man sie gerne haben möchte. Bob, ja, verdammt richtig, Kumpel. Frauen, hä? Und tschüss, Leute. Okay, so. Überlegen. Jawohl, so, wir haben erstmal wieder Wasser. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt lasst mich überlegen. Jetzt muss ich mal gucken. Die machen da die Angel fertig. So, die beiden sind hungrig, aber sie können noch arbeiten. Nee, die Kleine kann nicht mehr arbeiten. Definitiv nicht mehr. Erschöpfung. Sie kann das noch ein bisschen. Mein Hund schnarcht gerade ein bisschen. Ich finde das gerade witzig.
So. Er schnarcht voll hier. Total süß. So. Ich denke mal Fokus auf Holz wieder, weil wegen dem Feuer auch, ne? Da müssen wir ja auch gucken. Dass wir da weiterkommen erstmal. Zweimal Früchte nur. Leute. Okay, Holz. So, ist gesichert. Und weiter geht's. Okay, wie viele Früchte? Oh, drei. Kriegt auf jeden Fall jemand was zu essen. Und Holz haben wir auch wieder. Ach mein Gott. Winters. Oh, das ist doch Mist. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht überall sein. Wenn du verletzt bist, geh und blute irgendwo anders. Und du, fang nicht wieder damit an. Beweg deinen faulen Hintern, wenn du Hunger hast. Und Alejandro? Nein, ich habe keine Antidepressiva für dich. Zum 10. Mal. Hör damit auf, mir überall hinzufolgen. Ich bin nicht deine Mutter. Und du? Ich bin nicht deine Tochter. Also hör auf mit den guten Ratschlägen. Danke. Und zum letzten Mal, Julia. Mich kümmert Alejandro nicht viel. Schlaf mit ihm, wenn du willst. Es ist mir egal. Alejandro, okay. Ruh dich etwas aus, Bethany. Du hast es dir verdient. Winters. Oh Gott, das hat sich gut angefühlt. Ah! Seht ihr das? Nicht gut. Gar nicht gut. Früchte, ja. Julia? Kind? Arzt? Julia? Oh Gott. Und fast an Unterernährung gestorben. Scheiße. Die sind so im Arsch. Oh Gott. Ernten, gib was du hast, Mädel. So. Ach du Kacke, nee. Ach, die sind vollkommen erschöpft, die beiden hier, ey. Da kannst du nichts mit anfangen. Kannst du nichts mit anfangen. Soll die Kleine jetzt etwa Holz hacken? Okay. Macht sie auch. Was ist hier los? Erschöpfung 60. Ach ja, wir machen einfach mal bis zum Ende und dann werden wir einfach sehen, was da los ist. Pass auf. Der geht nie anders hier. Der muss, ja. Komm, hier unterhalte ich mit deiner Frau. Und du, ja, was soll ich denn machen, ey? Scheiße. Komm. Sie ist willensstark. Oh, vier Früchte.
Aber das geht so echt nicht weiter, ne? Das geht so nicht weiter. Die werden alle sterben. Ich zögere eigentlich nur noch alles hinaus, ne? Das ist so traurig. Er ist laut. Oh, Alejandro, morgen sollten wir diese Gegend erkunden, meinst du nicht auch? Winters, ja, das ist eine gute Idee. Mit ein wenig Glück finden wir einen guten Ort zum Fischen. Uns fehlen auch etliche Ressourcen. Alejandro, ich kann nach Feuerholz suchen, während du die Gegend erkundest. Wenn du fertig bist, treffen wir uns dort und schauen uns weiter um. Nimm jemand mit. Alice ist vielleicht eine gute Wahl. Winters, das ist eine gute Idee. Alejandro, okay, perfekt. Wir sind für morgen also startklar. Ich werde mich kurz mit den anderen treffen und dann war das ein gutes Tageswerk. Gute Nacht, Bethany. Winters, das wünsche ich dir auch. Wer hat eine Vergiftung? Wer hat eine Vergiftung? Ah! Nein! Iliana ist tot! Nein! Julia ist tot! Nein! Oh, Scheiße! Alle tot! Oh mein Gott! Oh, was? Nein! Scheiße! Was mit der Story jetzt? Scheiße, ach, das ist doch kacke. Alle tot. Irgendwie traurig, oder? Scheiße. Ach mein Gott, leck mich doch, ey. Ach, jetzt habe ich das mit dem Wasser vergessen. Ich habe ja eh nicht. Ich muss da nochmal Neustart machen, da geht ja gar nicht anders. Die werden alle sterben. Mann, ich finde das scheiße gerade. Hund, ey. Juri, meine kleine Schneeflocke. Niet. Ein Arzt muss etwas tun. Winters, es tut mir leid, es ist zu spät. Nichts, Juri, nichts ist mehr wichtig. Nichts spielt eine Rolle. Oh Gott, der Arme. Oh mein Gott, der ist tot! Ach du Kacke. Ja. Was? Die beiden noch? Ernsthaft? Ach, das ist doch... Das ist so unfassbar gerade. Das ist doch jetzt nur noch blöde Rumhampelei hier, ey. Das macht doch überhaupt keinen Sinn mehr. Ah, fuck, ey. Ich kann nichts ändern. Ja, egal. Es ist vorbei, Leute. Es tut mir leid. Tag 15 und ich habe verloren.
Ah. Der Alte überlebt alles. Ernsthaft? Nein. Ich kämpfe. Jetzt ist eh zu spät. Da kann sowieso nichts mehr passieren. Ich leg den da jetzt ab. Uhala. Ich leg den da jetzt ab. Jetzt geht das Feuer auch aus und fertig ist. Ende. Jacob, ein Haufen unnützer Narren. Sie alle ruhen sich rund ums Lagerfeuer aus und warten, dass ein wenig Essen wie durch Zauberei in ihrem Mund fliegt. Ich werde nicht warten, bis sie aus ihrem Traum von Schlaraffenland aufwachen. Wir brauchen Ressourcen und ich werde sie besorgen. Hier hängen einige Früchte von einem Baum. Das ist einfach. Mist. Blöder Zweig. Ich falle. Ah, mein Rücken. Ich sollte meine Wunden nicht den anderen zeigen. Sie sollen nicht merken, dass ich schwach bin. Gott, tut das weh. Ich will ja auch sehen, was passiert, wenn der wirklich, wenn der wirklich stirbt, ne? Was passiert dann? Das Lagerfeuer ist jetzt aus. Trinken habe ich auch nicht mehr. Ist dem Selbstmord nah. Stand da gerade. Tag 18. Ich habe bis Tag 18 überlebt. Scheiße. Noch eine Nacht ohne Feuer. Jetzt ist das Ende. Tot. Scheiße. Game over. Na, danke schön, ihr Arschgeigen. Keiner deiner Charaktere hat es geschafft, in diesen feindlichen Umgebung zu überleben. Einige sind verhungert, einige sind an Müdigkeit gestorben und die anderen haben sich einfach von der nächsten Klippe gestürzt. Du hast 17 Tage überlebt. Hey, hoho. Stolz auf mich? Bitte? Sehr stolz auf mich. Ja, Leute, es ist voll das coole Spiel. Ich werde auf jeden Fall nochmal weitermachen. Und, gucken, wenn ich das nächste Spiel starte, ob das wirklich so läuft mit den ganzen Erzählungen und so und ob die anders sind. Ja. Ich werde einfach mal gucken. Ne? Ich denke mal, das ist so eine Art Langzeitprojekt jetzt erstmal. Ich werde mal gucken, wie weit ich noch aufnehme. Ja. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Ich sage erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal.